Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1252. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 30 Runen, nehmen die einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben 7 neue Angebote und ein neues Event und schauen wir mal, welches Event. Es ist wieder mal eine VIP-Woche. Ja, aber es sind nur 3 Belohnungen. Mal gucken. Das erste, was wir auf jeden Fall gerade gesehen haben, wäre schon mal ein Paket, welches First Pack Opening auf jeden Fall ja mit einfließen könnte, welches ich nicht öffnen würde, sondern wo ich drauf warten würde, dass es halt ja im Pack Opening sozusagen dann ein bisschen chillt. Oder fürs Pack Opening dann. Wir können uns dann erstmal wieder losschicken, haben heute wieder 3 von den Sammlungsstücken bekommen, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist und müssen jetzt einmal schauen, ja, dass wir noch mehr mit der Zeit kriegen, aber wie schon gesagt, es wird halt einfach noch eine Weile dauern, bis wir da genug Glück haben, dass das was wird. Wir können jetzt erstmal Baby Springer wieder losschicken ins Titanentraining. Damit kriegen wir zwar jemanden anderen nicht rein heute, aber mal gucken. Gerade Wolkenspringer und so, die sind ja ganz, ganz knapp davor, mal Titan zu werden. Vielleicht ist es ja heute mal soweit, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Wir können jetzt erstmal unsere beiden Reisedrachen hier noch wieder losschicken. Einmal Fleischklops und dann haben wir hier einmal noch Kotzen und Wirk. Da können wir sogar am Glücksrad drehen. Mal gucken, diese Perlenkette oder was es ist, wäre jetzt das Sinnvollste. Nein, wir bekommen das Schlangenteil, welches wir für Dragos Wuschelbeast am meisten gebraucht hätten und am seltensten bekommen hatten. Aber naja, gut. Kotz und Wirk gehen wieder los, dann können wir jetzt einmal hier schauen. Wir haben ordentlich viel Fisch, da müssen wir auf jeden Fall aber gucken, dass wir da ein bisschen was behalten. Oder was heißt ein bisschen was? Das Sinnvollste wäre erstmal mit dem ganzen Fisch hier Steinwolli zu füttern. Weil Steinwolli könnte heute aufs nächste Level gehen, wenn wir es schaffen. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, hätte ich gedacht. Weil wir haben ja doch noch ein bisschen Fisch hier über. Deswegen mal gucken, wenn ich jetzt irgendjemanden mal einsammeln würde, der auch noch was da hat. Hallo, ich habe da noch nicht so viel eingesammelt, oder? Ist ja gar nichts mehr. Na, vielleicht wird das doch mal ein knappes Ding heute. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Gehen wir mal hier hoch wieder. So, da ist er. Da können wir wieder zweimal füttern. Jetzt müssen wir einmal wieder einsammeln. Und jetzt ist die Frage. Nein, es wird leider gerade noch nicht ganz ausreichen. Wir werden es im Video noch schaffen. Bin ich sehr confident. Aber ja, jetzt gerade hat es halt nicht ausgereicht. Im schlimmsten Fall hätten wir immer noch Holz und Fisch hier drin. Holz würde ich mal einsammeln, damit die Kollegen wieder los können. Aber den Fisch halt nicht. Aber da müssen wir mal gucken. Das ist so ein Ding. Da muss man manchmal ein bisschen schauen. Weil Fisch würde ich jetzt erstmal noch im Postfach behalten, soweit es geht. Wir haben ja nochmal ein bisschen Fisch mit etwas Glück jetzt hier. Wenn wir jetzt Fisch bekommen, könnte das auf jeden Fall schon mal ausreichen. Müssen wir mal schauen. Erstmal kriegen wir 9 Odinsmarken. Dann haben wir hier einmal Sturmschneid, Rieshaften Altraum, Junges Rumpelhorn. Und klein wenig Fisch, noch nicht so wirklich die Menge, die wir brauchen, aber schon mal etwas. Wie sieht es hier aus? Das ist leider die falsche Währung. Das sind Runen, das ist ja auch falsch. Und da ist es, wunderbar. 900 Millionen Fisch, das reicht auf jeden Fall aus, um den Kollegen auf Level 165 zu machen. Damit haben wir jetzt auch hier hinten schon wieder, ja, einen Drachen mehr. Und zwar 10 jetzt. Zählt das richtig? Hä? Oder bin ich gerade nur verwirrt und dachte, ich hätte schon 10 gehabt? Naja, ist egal. Wird schon alles richtig seinen Gang gehen. Wir können jetzt einmal hier vor. Wir haben 13.000 Eisen. Der hier kostet 26.000, kriegen wir auf gar keinen Fall heute los. Du kostest 18.700. Auch eher schwierig, ne? Und sammelst ja auch nicht ganz so viel Eisen auf lange Zeit gesehen. Na gut, gehst du erstmal wieder los. Ja. Ihr seid noch nicht alle so weit oben. Gut, den könnte ich ins Training schicken, aber der ist halt noch relativ niedrig vergleichsweise. Getaunter Raffrenner wäre natürlich richtig geil, weil gerade für Fisch, ne, geht nochmal ordentlich hoch und vor allen Dingen sammelt er so schön lange, was auch sehr gut ist. Baywatchers, ja, müssen wir mal gucken. Am liebsten würde ich, wie schon gesagt, einmal hier getarnten Raffrenner.
als Ausweichdrache würde ich Dynamojo nehmen. Mal gucken, je nachdem wie viel Eisen wir jetzt innerhalb dieses Videos noch zusammenbekommen, was wir dann damit machen und welchen wir dann losschicken. Werden wir sehen. Erstmal können die Kollegen hier wieder los. Zielscheiben da zum Beispiel wäre auch so ein Drache, der ins Training könnte. Den könnten wir uns im Video sogar auf jeden Fall leisten, aber mal gucken. Das wird schon irgendwie, dass wir den auch loskriegen. Jetzt kann erstmal der Kollege los. Dann können wir einmal hier rüber sprinten und einmal den Tiefseespalter wieder losschicken. Let's go. Sehr schön. Dann haben wir einmal noch Dragos Wuschelbiest. Kann natürlich auch wieder los. Und dann gehen wir einmal zum brüllenden Tod. So, sammeln und Abfahrt. Hier haben wir noch den grünen Tod. Der kann natürlich auch wieder starten. Ja, hier haben wir ein Titanrad. Haben wir vorhin noch drüber geredet. Gut, der wird heute wahrscheinlich nicht Titan werden. Genau. Ist ja auch noch ein bisschen sehr unwahrscheinlich gewesen. Gehst mal wieder rein. Let's go. Dann drehen wir hier am Glücksrad. Hier haben wir schon eine 30-prozentige Chance. Das wäre schon ein bisschen höher. Wird aber leider auch nicht Titan. Schade, schade. Wie sieht es bei dir aus? Willst du vielleicht Titan werden? Nein, du auch nicht. Das ist wirklich schade, weil damit kriegen wir den Kollegen nicht mehr los. Der kann jetzt nicht mehr rein, weil das Training voll ist. Schade, ich hätte eigentlich gedacht, er könnte es werden, aber nee, dann halt scheinbar doch noch nicht. Dann wird das noch ein bisschen dauern. Wir können heute erstmal hier alle Runen einsammeln, nochmal die wir kriegen. Es ist ein ganzes bisschen, damit kommen wir auf jeden Fall über 5000, was sehr, sehr schön ist. Und dann können wir auch noch den Kollegen losschicken. Damit haben wir jetzt alle Legendären wieder los und haben auch die 5000 Runen geknackt, was auch wieder sehr, sehr geil ist. Ja, drei Sammlungsstücke hier wieder. Ich gucke hier immer gerne rein, weil ich den Fortschritt gerne sehe. Bei 70, jetzt fehlen uns nur noch 35. Also da geht es wirklich sehr gut voran. Nehmen wir hier einmal das Gratis-Paket mit. Das ist ja sogar schon das zweite. Das heißt, wir brauchen uns ja heute gar kein zweites mehr angucken. Also hier durch Werbung ranholen. Mal schauen, ein bisschen Holz und Fisch nochmal. Ansonsten nichts Relevantes. Dann gehen wir einmal wieder raus. Haben jetzt hier den Season Pass. Da haben wir 7 tägliche Aufgaben fertig. Kommen damit auf jeden Fall auch auf die nächste Belohnung, was auf jeden Fall jetzt Season-Währung ist. Und zwar nicht mal unbedingt wenig, ich glaube. So, genau. 750, das geht auf jeden Fall. Damit haben wir jetzt auch genug, um uns hier einmal Knabberhelm zu holen. Let's go. Den können wir einmal ausbrüten und da ist der kleine Fratz. Sehr, sehr sweet. Ist ein einzigartiger Drache. Können wir hier platzieren, kann kurz gefüttert werden. Dann sehe ich, der Kollege hier kann zum Beispiel auch noch gefüttert werden. Wunderbar, gehst du auch wieder rein. Der kann wieder los. Bisschen Eisen brauchen wir ja noch. So, genau, da haben wir nämlich eine Season-Sammlung fertig. Und zwar den hier, also ja, ist komplett fertig. Sammeln hier jetzt noch die 30 Runen ein. Wunderbar, kriegen dann damit jetzt nochmal 500 Runen obendrauf. Und erreichen damit hier einmal Stufe Nummer 1. Let's go. Sehr schön. Können das ausbrüten. Das Ei kann, oder der Drache kann in den Hangar. Und dann können wir uns hier einmal angucken. So sieht es jetzt aus. Wir sind hier jetzt auf Sammler Level Nummer 2. Was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool ist. Da geht es auf jeden Fall gut voran. Also ja. Müssen jetzt noch weitere Aufgaben erledigen. Und zwar, ja, wie schon gesagt, die Aufgabe hier ist halt was, was nah dran ist. Hier sind wir sehr nah dran, hier sind wir auch sehr nah dran. Oder sagen wir mal relativ nah. Mal gucken. Dann wird es auf jeden Fall wieder ein Seltenes geben. Und dann gibt es, was ich halt absolut sinnlos finde, ist es, dass es den hier drin gibt. Und dann muss man den aber auch hier schon haben. Das heißt, du musst 3 Season-Sammlungen schaffen, bevor du diese Season-Sammlung hier überhaupt schaffen kannst. Ist ein bisschen wenig durchdacht, meiner Meinung nach. Aber ist halt so. Lässt sich nicht ändern. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Season-Sammlungen habt ihr denn schon geschafft insgesamt. Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, finde ich persönlich. Und ja, ich denke mal für andere auch. Wir starten heute wieder mal hier in den Verteidige-Bergkampf rein. Und gehen direkt hier unten ran. Können dann die Feuerbälle einmal schön unten reinwerfen. Und zwar hier direkt. Wunderbar. Nein, ich habe einmal zu wenig geworfen. Aber nein, ganz knappes Ding. Ganz, ganz knappes Ding. Fast hätte es geklappt, aber heute leider auch wieder nicht. Wir haben einfach wieder 3 Schlüssel, aber es leider nicht geschafft, die Flotte zu besiegen, bevor wir selber getroffen wurden. Ein bisschen schade ist es, aber irgendwann wird es schon nochmal was.
Wir können jetzt erstmal hier die drei Truhen mitnehmen. Let's go. 1, 2 und 3. Haben wir nochmal ein bisschen Runen, ein paar Zahnräder. Da lässt sich nichts gegen sagen. Dann haben wir jetzt noch zwei weitere tägliche Aufgaben hier fertig. Sehr schön. Können dann jetzt noch hier das nächste Grobians-Paket, also tägliche Pflichten-Paket mitnehmen. Haben hier auch nochmal ein bisschen Holz und sehr viel Fisch, was auf jeden Fall sehr schön ist. So, dann können wir den Kollegen hier wieder losschicken. Da gehen wir schon auf 130 Bernstein. Da sagt man, denke ich mal, auch nichts dagegen. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn hier aus? Bist du voll? Ja, wunderbar. Hier ist komplett voll. Wir werden uns zwar hier mal kurz beschleunigen, damit der Kollege wieder neu rein kann. Weil das sonst nicht allzu viel bringt, wenn er dann ein paar Stunden wieder raus ist. Beziehungsweise nicht mal ein paar Stunden. In einer halben Stunde wäre der schon raus gewesen. Deswegen, das wäre ein bisschen useless gewesen. Ja, und jetzt fehlt nur noch ein klein wenig Eisen. Das haben wir in 2,5 Minuten. Derweil können wir hier nochmal den nächsten Kampf machen und uns das nächste Rekrutenpaket einmal mitnehmen. Da holen wir uns hier erstmal den Kollegen weg. Das geht auf jeden Fall richtig schön schnell und einfach. Greifen wir dem Knochenräuber einmal normal an. Gehen wir unserem Sturmschneid mit der Schwäche rein. So, wunderbar. Jetzt ist Sturmschneid Schwäche, Skrill normal. Und dann sind wir auch schon in der nächsten Welle. Hier können wir zuallererst einmal auf den Kollegen gehen. Geben dann einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen mit unserem Knochenräuber noch einmal normal an. Gehen dann mit dem Skrill auf den riesenhaften Albtraum hier. Und dann mit dem Sturmschneid setzen wir jetzt gleich die Heilung ein, würde ich sagen. Damit sollten wir auf jeden Fall den Zahnmeister auf der rechten Seite wegbekommen. Genau, machen gleichzeitig guten Flächenschaden und haben uns wieder schön hochgeheilt. Unser Skrill kriegt sehr viel Schaden, muss jetzt leider auch dran glauben. Einfach Two-Hit der Junge, das ist schon ein bisschen sehr mies. Aber naja, gut. Der Kollege ist weg und damit bleibt hier nur noch der Regenschneider. Und da gehen wir mit dem Knochenräuber einmal normal rein, geben mit unserem Sturmschneid hier noch einmal die Schwäche und greifen dann mit unserem Knochenräuber noch ein weiteres Mal normal an. Let's go. Damit ist der weg und wir haben hier gewonnen. So, dann drehen wir einmal am ersten Glücksrad und hier bekommen wir jetzt einmal 67,5 Millionen Holz. Drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier gibt es dann noch ein weiteres Mal 67,5 Millionen Holz obendrauf. Wunderbar. Dann haben wir hier ein Rekrutenpaket, das wird jetzt sofort geöffnet. Die im Postfach haben wir ja noch nicht geöffnet, weil wir einfach auch jetzt noch nicht die Aufgabe hatten, zwei Markenpakete zu öffnen. Also scheinbar, ne, das Spiel weiß gefühlt, wann du sie hast, weil dann kriegst du die Aufgabe halt nicht mehr, ne? Auch clean. Wunderbar, wir haben genug Eisen, können jetzt einmal hier getarnten Raffrenner ins Training schicken, dauert einen ganzen Tag, kriegt dafür aber hier nochmal 300.000 drauf und dann gleich nochmal fast 400.000, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, ist halt schon fast wieder eine Million. Na gut, das ist eine Dreiviertel, hier zwei Drittel von einer Million, gute 700.000, sagen wir mal. Ja, würde ich mitnehmen gerne, also ist auch richtig gut und dann können wir den eigentlich auch immer weiter hochziehen, je nachdem wie es mit dem Eisen passt. Wenn es mit dem Eisen nicht passt, dann natürlich nicht, weil dann ist die Möglichkeit halt nicht vorhanden, aber mal gucken. Das wäre es erstmal mit dem Video gewesen, ich hoffe es hat euch gefallen, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao Leute!